Deine Herzfrequenz stieg an und deine Pupillen weiteten sich bei deiner dritten Aussage. Wie genau hast du dir denn meine Pupillen angekickt? Cool, Baymax ist wie ein laufender Lügendetektor. Ja, Baymax, ich wusste nicht, dass du... Hey, Liv Amara. Wo? Sie steckt hinter all diesen Monstern. Aber du kannst es nicht beweisen. Doch, kann ich. Lügendetektor. Bist du sicher, dass du bei jedem wissen willst, wenn er lügt? Nicht bei jedem, nur Liv. Und wie soll das gehen? Willst du ihr die ganze Zeit hinterherrennen, bis Baymax sie irgendwann bei einer Lüge erwischt? Nun, ja. Ist ja eigentlich kein schlechter Plan. Das war's. Dein Lügendetektorprogramm ist fertig. Testen wir's. Mein Name ist Fred. Lüge. Perfekt. Der Himmel ist grün. Lüge. Cool. Die Erde ist rund. Wahr. Ich glaube, wir sind bereit. Schnappen wir uns Liv. Da ist sie. Hey! Hallo. Fahr schon! Tut mir leid, wir... Ich muss los. Tja, ich schätze, wir gehen was essen. Hier, bitteschön, ein Tisch im hinteren Teil des Restaurants. Ehrlich gesagt, würden wir doch gerne etwas näher am Fenster sitzen. Das geht leider nicht. Der Tisch ist reserviert. Das ist nicht wahr. Oh. Ist der auch etwas? Ich bin ein Roboter. Ich nehme mal an, das bedeutet nein. Aber die Karte brauchen wir trotzdem. Reiß dich zusammen, Sydney. Miss Amara, danke für Ihre Zeit. Okay, Baymax, hör gut zu, was Sie sagen. Ich bin ein großer Fan von Ihnen. Und ich auch von Ihnen, Bluff. Also, Liv, woran forschen Sie gerade? Mein Team und ich arbeiten an einem Heilmittel für eine seltene Krankheit. Erzählen Sie mir mehr. Ich bin kein Experte, aber ziemlich belesen auf dem Gebiet. Ich stell das mal eben leiser. Tut mir leid. Haben Sie auch gerade eine Kuh gehört? Komisch. Wie auch immer, sprechen Sie weiter. Wir sind noch in der Entwicklungsphase, aber unsere Schlüsselkomponente ist Gold. Gold? Klingt, als würde einem die Krankheit teuer zu stehen kommen. Oh, Bluff, Sie sind unmöglich, aber Sie haben recht. Es klingt ziemlich teuer, doch zum Glück brauchen wir nur eine winzige Menge. Also braucht sie in Wirklichkeit sehr viel Gold. Tut mir leid. Oh, Mr. Sparkles, wir müssen los. Und haben Sie schon gewählt? Tut mir leid, wir müssen gehen. Thank you.